Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge Faultiers 5. Ihr wisst schon, sogar 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. Das Google Pixel Event ist vorbei und Google hat, wie erwartet, seine neuen Pixel 2 und Pixel 2 XL Smartphones vorgestellt. Geht ab 800 Euro los, ist wie erwartet High-End-Hardware drin verbaut. Eine Single-Kamera auf der Rückseite, mit der dann auch ein Porträtmodus möglich sein soll. Das, wofür andere Hersteller dann zwei Linsen verbauen. Google setzt da wieder komplett auf Software, auf Fotos und haben dann auch schon direkt damit geprahlt, dass sie die beste Kamera verbaut sind nach irgendwelchen Kamera-Benchmarks. Ich sage ja immer so, lieber unter realen Bedingungen testen. Dann, was positiv ist, sowohl im kleinen als auch im größeren Gerät, ist die gleiche Grundhardware verbaut. Die unterscheiden sich dann nur vom Display und vom verbauten Akku. Dafür gibt es einen Daumen rauf. Und was ich echt ein bisschen lustig finde, letztes Jahr war Google noch, die sich dann drüber mokiert haben oder einen kleinen Witz gerissen haben. Bei uns gibt es ja noch einen Kopfhöreranschluss, nicht wie bei angebissenen Äpfeln. Dieses Jahr verzichtet auch Google auf einen Kopfhörereingang, verbaut dafür dann Bluetooth 5.0. Dann gibt es noch dieses 2-in-1 Google Pixelbook. Ich sag mal so, High-End-Hardware für Chrome OS. Sehr interessant, aber auch natürlich sehr teuer und auch wie die Pixel-Geräte. Da merkt man, Pixel ist Hochpreisstrategie von Google. Nichts Günstiges, nichts Preis-Leistungsmäßiges, nichts, was wahrscheinlich groß in die Masse gehen wird. Dann wurden noch Google Home-Lautsprecher vorgestellt. Einmal in Mini, wie zu erwarten, kann man jetzt schon vorbestellen. Und einmal in Google Home Max. Einen großen Lautsprecher, den es im Dezember nur in den USA gibt. Und mal gucken, wann auch bei uns. Das erinnert auch schon wieder an irgendeinen anderen Hersteller. Letztes kleines One Last Thing waren dann noch die Google Kopfhörer, die dann so Bubblefish-mäßig funktionieren sollen, auch als Übersetzer. Natürlich auch als komplett drahtlose, also Kopfhörer, aber auch wirklich in Verbindung mit Google Translate und einem Android-Smartphone, wirklich so als Übersetzungstool, so nach dem Motto, hier, ich krieg direkt ins Ohr, was mein Gegenüber in einer anderen Sprache sagt und wenn ich dann was rede, dann kommt das aus dem Smartphone-Lautsprecher in mein Gegenüber. Ich bin mal sehr gespannt, wenn die Dinger verfügbar sein werden und wie sie sich dann in unterschiedlichen Ländern schlagen. Daydream gab es auch überarbeitet und was letzte kleine Randbemerkung noch, die Google Watches sind aus dem Google Play Store verschwunden. Da wurde jetzt auch nichts vorgestellt und ich denke mal, naja, mit Android Wear und Google Watches oder ne, das ist jetzt erstmal bei denen genau wie die Tablets, da gab es auch nichts Neues, erstmal gar nicht auf dem Schirm bei denen. Dann aber noch ein anderes Hardware-Event und zwar von Sonos, die Lautsprecherhersteller und die haben eine überarbeitete Version von ihres Play One Lautsprechers präsentiert, nennen den jetzt nur noch Sonos One und der kommt mit 6 integrierten Mikrofonen und mit integrierter Amazon Alexa Unterstützung. Dann wurden noch andere Sachen angekündigt, zum Beispiel auch, dass eine Google Assistant Unterstützung in 2018 kommen wird. Auch AirPlay 2 wird in 2018 unterstützt und was inzwischen eigentlich schon live gegangen sein sollte, die Kombination aus, ich sag mal, alten Sonos Lautsprechern zusammen mit so einem Echo Lautsprecher über so einen Amazon Skill und dann kann man da jetzt schon Amazon Dienste drauf nutzen. Wohlgemerkt erstmal Amazon Dienste, alles andere wird da mit unterstützt. Spotify soll demnächst kommen. Und ich glaube, ab 2018 gibt es dann sowieso nochmal eine offene Plattform von Sonos, wo dann noch viel, viel, viel mehr unterstützt werden soll. Wo wir gerade bei Musikstreaming-Diensten sind, Microsoft stellt Groove ein. Am 31. Dezember diesen Jahres bereits ist damit Schluss. Aus vorbei, das gibt es dann nicht mehr. Natürlich auch schade für die, die sich dann mit diesen gratis 3-Monats-Pässen eingedeckt haben, um da Verlängerungen bis 2021 zu kriegen. Wobei, da hat Microsoft auch schon gesagt, das war ein Fehler, das war nicht so beabsichtigt. Ist jetzt aber egal. Microsoft geht aber hin und bietet den Leuten an, zu Spotify zu wechseln. Ich glaube, 60 Tage kann man daran testen. Und es gibt so ein Export-Tool, wo man seine Playlisten und Co. direkt rüber zu Spotify schieben kann. Wir haben 2 Sicherheitslücken der Woche. Nummer 1 bei Discuss, diesem Kommentarsystem-Tool, wurden von 2017 bis 2019 über 17 Millionen Daten gehackt bzw. rausgetragen. Da sind dann so Sachen wie Name, Benutzername, letzter Login. Und ich glaube, für ein Drittel der Nutzer wurden auch die verschlüsselten Passwörter rausgetragen. Also, die sind nach wie vor verschlüsselt. Ist halt die Frage, ob derjenige, der das Zeug hat, es entschlüsseln kann. Deswegen ist auch Discuss hingegangen, hat die Leute informiert, hat Passwörter zurückgesetzt und es zeigt irgendwann einfach mal wieder, irgendwie kann es jeden und alles treffen, was rausgeht in die Cloud, was zu Anbietern geht.
Kann also, da ist auch bei sowas keine absolute Sicherheit garantiert. Und Nummer 2, auch sehr schön, trifft diesmal Apple. Apple hat in seinem neuen APFS-Filesystem, wenn man dann einen verschlüsselten Container zum Beispiel erstellt hat und dann hat man ja die Möglichkeit nicht, man muss ein Passwort vergeben, aber hat dann auch die Möglichkeit, einen Hinweis auf dieses Passwort zu vergeben. So, da war folgender Fehler drin. Wenn man dann das Passwort wieder eingeben wollte und dann sich den Hinweis auf dieses Passwort anzeigen lassen wollte, so nach dem Motto, so heißt deine Katze, dann wurde nicht dieser Hinweis angezeigt, sondern in Klarbuchstaben das Passwort selber. Ist inzwischen aber gefixt, sollte jeder ein Update erhalten haben und das dann bitte auch direkt nutzen. Für die Panik der Woche sorgte Netflix und zwar mit einer Preiserhöhung, die diesmal alle in Deutschland trifft. Nicht nur die Neukunden, wie es überall zuerst geheißen hat. Nein, das Basispaket bleibt mit Pi mal Daumen 8 Euro unverändert, aber Standard und das UHD 4K-Paket wird teurer. 1 Euro bzw. 2 Euro mehr im Monat und das gilt auch für Bestandskunden. Die bekommen jetzt mit und mit und mit die Infos, wo dann auch die neuen Preise drin stehen. Noch ganz kurz was für die Gamer. Ihr habt es alle mitbekommen, das Jahr ist wieder um. FIFA 18 ist inzwischen am Markt erhältlich. Und na, was soll man sagen? Daran sieht man einfach, ne, das Gleiche, nur anders, aber trotzdem immer noch das Gleiche. Deswegen freue ich mich viel mehr über die Ankündigung, dass Street Fighter 5 in Zukunft eine Arcade Edition bekommt. Das hat nämlich dem Urspiel eigentlich jetzt gefehlt bei der 5er Version, dass man, es soll insgesamt, glaube ich, 6 verschiedene Typen geben, wo man sich durch verschiedene Laufbahnen durchkloppen kann. Finde ich sehr schön. Kommt demnächst dann halt, wie gesagt, als neues Standalone-Spiel und natürlich viel, viel, viel interessanter für die Leute, die es schon bisher haben, als kostenloses Update. Einen Film der Woche gibt es auch noch, und zwar Blade Runner 2049. Die Fortsetzung des Ur-Blade Runners, jetzt etliche Jahre später. Ich sag's direkt mal so, wer mit dem ersten Blade Runner so nichts anfangen kann, der kann auch mit diesem Film nichts anfangen. Ich lehne mich sogar so weit aus dem Fenster und sag jetzt mal, wer das erste toll fand, findet den jetzt auch toll. Das ist wieder, geht in die gleiche Richtung. Die Bilder, das ist toll, die Musik dazu, die Soundkulisse. Die Dialoge, die da zwar drin gesprochen werden in diesem Film, passen in Summe wahrscheinlich auf eine DIN A4 Seite bei einer Länge von fast 3 Stunden und wirklich mal mit einem richtig langen Kinoabspann. So einen langen hatte ich schon lange nicht mehr gesehen. Plus den Hinweis von mir, ist nicht Spoiler, aber ihr braucht nicht bis zum Ende sitzen zu bleiben. Gerade auch mit der seltsamen Musik im Abspann, zumindest beim Anfang. Mir hat der Film sehr, sehr, sehr gut gefallen und ich hoffe mal, dass Blade Runner, ich sag jetzt mal 2, sich gut verkauft, denn dann wurde ja schon bereits gesagt, dann gibt es sehr wahrscheinlich auch noch einen abschließenden dritten Teil zu sehen. Ein altes QWERTY gibt es diesmal auch nochmal und zwar musste das Lego-Männchen wieder herhalten. So, das soll es gewesen sein mit VTS 5, Folge 308 ist vorbei. Euch einen schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss! 5, Folge 308.